So, und jetzt? Ja, der Vorspann war schon mal ganz gut. Ist ja auch von mir. Jetzt fehlt nur noch die Folge für dahinter. Ja, Mensch, was machen wir denn diesmal? Pass auf, ich habe eine Idee. Gunnar bekommt Besuch. Ja, langsam. Also erstmal Gunnar. Bekommt Besuch von seinem Sohn. Wie sein Sohn? Was hat er denn mit seinem Sohn zu bequatschen? Hä, jetzt warte doch mal. Die Story wird sowas mit Piraten und so. So, der sagt Folgendes. Mal so roh reingetippt jetzt. Probier mal aus. Ich bin Gunnar Lutt, Chefredakteur von GameStar. Na also. Das hätten wir doch schon mal. Ja, ein guter Anfang. Und das Ganze spielt in so einem Industriegebiet. Naja. Ah, ich hab's. Wir machen eine Counter-Strike-Folge. Quatsch, die hocken in so einem Gefängnis. Das ist gut. Aber Counter-Strike ist besser. Ich will nichts hören von Counter-Strike. Dann lieber so eine trostlose, apokalyptische Einöde. Ha, jetzt kommt was Elementares. Na? Na, was soll das denn jetzt? Das brauchen wir sicher noch. Na, aber doch nicht jetzt. Das brauchen wir noch. Ah, machen wir lieber weiter mit der Story. Der Sohn stört. Gunnar bekommt Besuch vom Imperator. Na nee, zu abgedroschen. Gunnar bekommt Besuch von einem hübschen jungen Ding. Nein, 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 warte. Gunnar bekommt Besuch von einem Studienkollegen. Boah, zu bieder. Gunnar bekommt Besuch von einem Industrievertreter. Ja, ja, aber jetzt, wir brauchen ein bisschen Zuschauerbindung. Was für die Stammgucker, was Bewährtes. Also Counter-Strike. Bleib mir weg mit deinem Counter-Strike. Wo war ich? Oh Gott, wir werden alle sterben. Mach nochmal. Spurmann, drucken Sie bitte die Papiere aus. Ich hätte gerne Glock. Wir brauchen Blut und Morde. Halt! Ja! Das ist es! Großartig! Und jetzt? Ah, mach das weg! Die Szene ist ja jetzt irgendwie durch. Also alles nochmal neu. Gib mir mal die Maus. Hä? Bitte? Nee, nicht die. Du sollst mich mal an die Maus lassen. Ach so. Szene 2 im Wald. Und Gunnar. Aber jetzt anders. Mehr so handlungsmäßig fortentwickelt. Der ist forschend. Ein forschender Geist. Gunnar bekommt Besuch von so einer aufregenden Fremden. Eine geheimnisvolle Rolle. Romantik. Mist, die gibt's nur als Extra-Download. Nimm halt die andere. Jo, passt. Und was sagt sie? Und Action. Ich bin Gunnar Lutt, Chefredakteur von GameStar. Schatz, ich liebe dich. Nee. Nein. Das ist es nicht. Geht gar nicht. Hm? Irgendwas fehlt noch. Da fehlt Fallhöhe. Da fehlt Dramatik. Mhm. Ich mach ihn mal distanzierter. Ah, besoffen ist gut. Besoffen ist Emotion. Gib ihr mal sowas Regionales. Super. Aber für die Story ist es doch entscheidend, dass sie eine Waffe in der Hand hält. Mhm. Dann mal los. Was bist du denn für ein Zwergengesicht? Winzig kleines Zwergengesicht bist du. Berle, ich hab dich schon gern. Anderer Hintergrund. Ich würde... Nein! Aber... Ich sagte nein! Ja, mach mal eher Krimi. Sie braucht einen anderen Look. Und mehr Waffen. Lass sehen. Ich bin Gunnar Lutt, Chefredakteur von GameStar. Schatz, ich glaube, ich liebe dich. Das wird? Wir sind ganz nah dran. Da fehlen noch Waffen. Und ihm auch. Und Einsamkeit. Aber Action. Und los. Ich bin Redakteur. Ich leibe dich doch. Ich leibe dich, Schatz. Redakteur. So, jetzt ist aber auch gut. Ist eigentlich alles drin. Spannung und so. Mach mal alles leer. Au. Jetzt fehlt eigentlich nur noch eins. Jo, genau. Applaus aus dem Publikum. Was? Nee, mach die weg. Ach so, eine Pointe. Quark, was Knalliges. Wie wär's mit einer Explosion? Haha, bam, bum. Schönes Werk. Sehr, sehr schön. Ich habe da ein gutes Gefühl. Ja, dann schauen wir uns das doch mal an. Ich bin Gunnar Lutz, Chefredakteur von GameStar. Liebe dich! Na, passt doch. Ja, ich find's gut. Dann brenn das Ding mal auf die DVD jetzt. Das hat ja mal lang genug gedauert. Naja,
aber für unsere Leser, ja, nicht wahr? Natürlich. Ja, 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 ja,